Bremen ist zuerst einmal Heimat. Bremen ist keine gewöhnliche Stadt, sondern voll mit Besonderheiten und Eigenarten. Im Grunde ist es ein großes Dorf, allerdings ein sehr liberales und durch von einer aktiven Stadtgesellschaft geprägt. Das Engagement der Bremer Kaufleute ist legendär. Zuletzt haben die Stadtverbände und Unternehmer eine beispielhafte Corona-Impfkampagne initiiert. Geografisch ist Bremen von der Weser geprägt, die die Stadt gleichsam durchschneidet. Entsprechend wird das Stadtgebiet landläufig auch in links der Weser und rechts der Weser unterschieden. Schon bei der Besiedlung des Stadtgebietes war die Lage am Fluss entscheidend. Fortan hat die Weser die Entwicklung der Stadt maßgeblich beeinflusst. Durch die direkte Verbindung der Unterweser zur Nordsee nahm Bremen am Seehandel teil, wurde Teil der Hanse und eine Stadt von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir lieben unsere Stadt und wir wollen deshalb heute ein neues Projekt starten und einmal um die Stadt umzulaufen, wie wir hier sagen. Wenn man wollte und könnte, wäre das in zwei Etappen möglich. So dolle Sprünge wollen wir uns aber nicht antun. Und so haben wir die Strecke in 14 Etappen aufgeteilt. Zusammen sind sie etwa 135 Kilometer lang. Die Etappen werden nicht in der numerischen Reihenfolge gewandert, sondern wie es uns gerade passt. Am Ende ist der Ring dann geschlossen. Aus logistischen Gründen gibt es keine Weserquerung, sondern die entsprechenden 4 Etappen starten und enden jeweils an der Weser. Es soll möglichst nah an der Landesgrenze und möglichst nicht auf Bremer Gebiet gewandert werden. Auf Highlights wird keine Rücksicht genommen, denn hier ist der Weg das Ziel.